Leider Gottes. Doch nicht hier, also. Also ich nehme halt stark an, dass das hier mit der großen Brücke gemeint ist. Ich werde halt jetzt nochmal den Weg da hinten lang gehen, wo wir diesen Donnertypen da begegnet sind. Wenn da auch nichts ist, werde ich wahrscheinlich um Rat fragen. Ich lese nur wieder Flügelschlag im Chat und habe direkt keine Lust mehr, die Nachricht überhaupt zu lesen, Seppel. Gut gemacht. Drache Flügelschlag kann. Ich glaube, der muss mich einfach nur angucken und ich sterbe schon. Ach, da oben. Ich wunderte mich schon. Müssen wir hier reingehen einfach. Da ist ein Stahlgitter. Bitte, 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 bitte. Nein. Scheiße. Ich sehe noch ein Stahlgitter unter der Brücke und freue mich schon und dann. Fail. Warum Flügelschlag auch nur so? So, Kollegen da oben. Komme ich irgendwie zu euch hin? Destroyer, spendet 5,30 €. Vielen, vielen Dank. Ich werde deine Nachricht dazu auch in der Pause verlesen. Der Donnertyp, ja, ich meine das Vieh, was wir mit Donner besiegt haben. Also das, was die Donnerschwäche hatte. Au. Voll der Fiesling. Brandbomben. Haben wir die eigentlich. Ich habe das literally gefettfingert gerade. Ich wollte gar nicht auf die Taste kommen. Haben wir das ausgerüstet? Nö. Blutung haben wir aktuell eh noch nicht als Status. Deswegen lege ich das mal um. So. Ha. Ein Gitter, ein Gitter. Unter der Brücke. Das Problem ist, ich entferne mich ja gerade wieder von der Brücke. Das heißt, ich bezweifle, dass ich hier richtig bin. So. Du hast ein Messer, das weißt du, ne? Du kannst mich im Fernkampf auch damit angreifen. Lieber Dude. Okay, da ich hier. Mann, das muss irgendwo hier sein. Ich hoffe, dass die Brücke gemeint ist. Ist diese Brücke hier überhaupt gemeint? Frage an euch. Wohin kam ich? Okay, das heißt, ich bin gar nicht mal so falsch. Jedenfalls gedanklich. Nur entferne ich mich gerade wieder von der Brücke. Geschafft. Wie? Was geschafft? Einfach nur geschafft. Ich glaube, ich muss hier runterfallen. Wey, au. Das Weed-Schild, das hier, nennt man das so, ja. Den ganzen Dark Souls-Memes. Nur die Kollegen. Über 7 Brücken musst du gehen. Ich merke schon, eine wird mir schon reichen, wenn es die richtige ist. Ich glaube, ich entferne mich gerade. Wieder vom eigentlichen Ort. So ist ja angenehm, dass die Gegner mittlerweile so schnell down gehen. Au. So, das ist Dark Souls 1. Die Discord-Adresse, die kannst du ganz simpel erreichen. Tatsächlich auch mit discord.gg/glücksknilzer. Aber das Ü mit UE geschrieben. So, hier unten war wieder dieser Typ, der mir mit einem
mit einem Schlag einfach fast die ganze Lebensleiste abgezogen hat, glaube ich. Wie ist die Grafik so? Ich habe so einen Patch, den ihr mir empfohlen habt. Also ich würde eigentlich lieber nach unten gehen, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, das muss ich. Aber da ist dieser mega starke Typ. Deswegen gehe ich erstmal gucken, was wir oben nochmal hatten. Ist der Typ wieder da? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Deswegen ist es nett, dass ich keinen Damage kriege, wenn ich gerade eine Leiter hochkletter. Okay, ich muss mir wieder merken, dass das Estus hier wesentlich mehr heilt als die Fiolen bei Bloodborne. Ich bin ja jetzt quasi einmal fast im Kreis gelaufen. The Bubblegum 1-1, danke dir für deinen Sub und willkommen bei den Glücksknüllzen. Ich danke dir. Genau, da war der Dürgen. Ich bin halt literally einmal im Kreis gerannt. Das Schöne ist aber, da ich bisher nicht an einem Leuchtfeuer war, sind die ganzen Gegner alle tot, bis auf halt die da vor dem Drachen stehen. Hey, der. Wobei war der überhaupt hier? Ja, der ist hier. Moin, was geht? Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Oh, hello there. Okay, er sagt das Gleiche. So, wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Ich habe das Gefühl, wir sind hier richtig, aber ich bin nicht sicher. So. Genau, kurz von hier kamen wir gerade. Ah ja, okay. Und das ist die Tür dazu. Sehr gut. Yay! Krass. Ich hatte den richtigen Riecher. Das freut mich gerade extrem tatsächlich. Wieder dieses Gefühl, ne? Man hat halt nur den einen Hinweis hier auf dem Schlüssel und muss überlegen, wo das sein könnte. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Okay, dann bin ich mal gespannt. Neues Gebiet, Leute. Yay! Schön, das Praise the Sun Emote, nennen wir es mal im Chat. Neues Gebiet, tot. Ja, wenn ich jetzt sterbe, wäre das halt schon sehr tragisch, weil ich extrem weit gelaufen bin dafür. Und ich habe das Gefühl, ein neues Leuchtfeuer werde ich nicht kriegen. Ich muss wieder ganz langsam in jede Ecke gehen. Ich habe ein bisschen Angst tatsächlich, weil mir pass auf, Schleichweg. Weil ich vor diesem Ziegendämon, von dem wir auch gelesen haben, vor dem wurde ich gewarnt. Ah, guck mal einer an. Warte, wo ist das jetzt? Guck mal, das ist noch so ein Typ. Au. Hat er durch das Schild einfach trotzdem mega viel Schaden machen. Ach, das ist hier, wo ich gesagt habe, das Gitter von der anderen Seite verschlossen. Oh, das ist sehr geil. Okay, wir haben eine Abkürzung, damit das macht es wesentlich angenehmer. Das ist schön. Shortcut freut mich immer, wenn wir einen finden. Das heißt aber auch, dass wir kein Leuchtfeuer finden werden, wahrscheinlich. Das heißt es nämlich meistens. Bisher. Oh. Habe ich gerade gar nicht richtig gesehen. Was ist das denn? Sind das Ratten? Nee, das sind irgendwelche Hunde oder so. Irgendwelche schnellen Viecher. So. Hau weg, das Vieh! Warum haben die kein Geländer bei den Treppen? Ist so, ne? Richtig.
Richtig unverantwortlich. Kann ich es kaputt machen? Nö. Geht nicht kaputt. Ratten und Hunde sind fast das gleiche. Ja, die sehen sich hier gar nicht mal so unähnlich, muss man fairerweise sagen. Okay, ich kann hier runtergehen. Ich kann aber auch da lang gehen. Gehe ich erstmal hier runter. Oh, was? Anybody, help me. Unlock the door. Damn, I'm finished. How did this ever happen? How could this happen to him? Bitte sei mir wohlgesonnen. Ach so, das ist der Schlüssel. Der Typ da in der Ecke. Der will aber auch nicht drin gefangen sein. Wenn dir der Capra-Dämon auf normalen Weg irgendwann zu viel wird, Feuerbomben kaufen, über die Nebelmauer werfen. Oh, klingt nach ganz viel Käse. You opened the door for me. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vindheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Gib mir was. Oh, hello. I'm fine. I will rest a while, then return to Firelink Shrine. I have my sorcery. And I will be more cautious next time. Besides, I have an important task at hand. Mehr zu sagen noch? Oh, hello. I'm fine. Nein. Jo, mach das. Cool, wir haben einen Typen befreit. Soll keine Angst von den Leuten machen. Ich versuch's, Selax. Ich werde einfach das Gelernte anwenden. Oh je, das sind aber viele. Kommt mal her. Oh, Bait! Sind das normale Untote? Ja. Alter, sind das viele. Heieiei, Ich lock die mal langsam hier hin. Öffne bitte die Tür, was bekomme ich dafür? Einen schlachen Nacken. Offensichtlich. Oh Gott. Das ging daneben. Ah gut, ich habe immer nur den einen getriggert. Alles gut, der wütende Mob. Der wütende Mob, ganz ehrlich, die Viecher hier mit den Fackeln erinnern mich an Willen des Wahnsinns, den wütenden Mob. Ist halt literally ein Monster, quasi, was so heißt. Tag. Was macht ihr da? Kleine private Party. Two of a kind! Okay, gut. Ich war nicht sicher. Ging daneben! Swift Rage. Doppelmenschlichkeit. Richtig am Chillen. Oh, das war nur dafür. Also, nur in Anführungszeichen ist ja gut, das bekommen zu haben, aber gut zu wissen. Wie lang war der letzte Dark Souls-Stream? Der ging 5 Stunden ungefähr. Ich glaube, ein bisschen länger. Oh, gar nicht gesehen eben. Oh, hello. Ja, ich will das da aufheben. Oha, Zauberstulpen und Zauberstiefel. Und Beschleuniger des Zauberers. Damn. Werde ich wahrscheinlich, ist wahrscheinlich gegen Arkan-Dings gut, ne? Oh, es ist schlechter als in allen Belangen, scheinbar. Gut, hat eine Magieabwehr, eine höhere. Könnte eventuell nützlich sein. Wie viel haben wir gerade? Scheiße. Den habe ich getragen, ne? Okay. Sucht jetzt erstmal die Leichen aus. Was soll ich machen? Zauberbeschleuniger, war das eine Waffe? Sah ein bisschen so aus. Mr. Relix, hey, danke dir. Willkommen zurück bei den Glücksknilzen. Vielen Dank. Da. Zaubereibeschleuniger, der Zauberer der Drachenschule von Vienheim. Zum Zaubernbeschleuniger ausrüsten. Zauber mit Hilfe von Schriftrollen bei einem Leuchtverein stimmen. Die meisten Zauber haben eine begrenzte Anzahl von Benutzungen. So, so. Wir gucken ja mal an, was die Lore hinter der Rüstung war. Da. Von den wahren Zauberern der Vienheimer Drachenschule getragener Umhang. Die meisten erfüllt ihre Ausbildung an der Akademie mit Stolz. Und so verachten sie alle, die sich nicht an der Kleidungsvorschrift für Zauberer halten. Voll frech.
Okay, das ist das Gleiche. Sicheln, so von wegen. Einfach mal fast so eine komplette Ausrüstung übersehen, die da lag. Ich muss kurz einen Schluck Wasser trinken. Alter, ich hab dank dir jetzt einen Ohrwurm. Danke für nichts. Was für ein Ohrwurm denn? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich irgendwas gesummt habe. Oder angestimmt. Kam einfach so aus dem Nichts raus. So, dann habe ich jetzt nur noch den Weg hier. Es wäre echt geil, wenn ich nochmal vorher ein Leuchtfeuer bekomme, aber ich glaube es irgendwie nicht. Aua. Scheiße, ah! Oh Gott, oh Gott. Da muss ich auch wieder dran gewöhnen, dass der Lag wesentlich höher ist. Also beim Trinken. Eieieiei. Achso, der lebt noch. Ups. Voll erschrocken gerade. Auf einmal kommen die da aus allen Ecken gerannt. Da muss ich vorher aufpassen. Ich habe das Gefühl, das könnte mir noch zum Verhängnis werden. Wo sind die jetzt rausgekommen? Von hier. Aus mehreren Gängen. Oh, da ist literally nichts drin. Aber da ist was drin. Kriminelle Untote. Voll die Frechen. Kettenbrecher. Show me this. Da. Kleines Standardstoßschwert. Nicht besonders scharf, aber die robuste Spitze kann auch schwere Rüstung durchdringen. Das Gewicht des Kämpfers kann in den Stoßangriff gelegt werden. Sehr effektiv für kritische Angriffe. Mhm. Aber ich habe meine Hellbarde und die ist geil. Alles klar. Luca, beziehungsweise 33, Luca 33, danke dir für deinen Sub. Willkommen bei den Glücksknölzen. Vielen Dank. So, jetzt muss ich jetzt, wenn ich Türen sehe, werde ich jetzt ganz vorsichtig voranschreiten. Achtung, Zufluchtsort. In before, das heißt, dass hier wieder irgendwelche Leute aus den Ecken kommen. Ja, war klar. So. Schön. Aber der lebt noch. Oh, die leben beide noch. Ich dachte gerade so, yo, die habe ich kaputt gemacht. Und auf einmal... habe ich sie nicht kaputt gemacht. Man siehe und staune. Alter. Bist du lootbar? Yay, wieder Seele. Ah, was war das denn? Na komm her. Alter, ich sehe schon, was das Thema hier in der Gegend ist. Ganz, ganz viel Giftschaden. Alter, und noch mehr Zeug gefunden. Diebesklamotten und ein Zielschild. Gefangener? Keine Ahnung. Who knows, my boy? So, So, noch verbergen ihr Gesicht, dämpfen ihre Stimme und suchen Zuflucht in den Schatten. Allzu großen Schutz bietet die Maske nicht. Da nehme ich auch mal schwer an, dass sie wahrscheinlich schlechter sein werden, die Sachen, als die, was ich gerade trage. Moment. Was war denn das hier, oder? Ja gut, aber höhere Giftresistenz, ich sehe schon. Mhm. Giftresistenz. Also ist Blutung kein Gift? Okay, alles klar. Aber Blutungsresistenz haben sie auch höhere. Wie viel hoch habe ich denn gerade insgesamt? 127. Okay, das hat aber weniger. Das? Und was war das denn jetzt? War das die schwarze Lederrüstung? Wahrscheinlich. Das? Blutungs- und Giftresistenz. Ich habe das Gefühl, das Spiel will, dass ich das trage. Ich versuche es aber trotzdem erstmal, so wie ich jetzt aktuell bin. Oh shit, eine Nebelwand. Brauchst Dresche. Ich habe halt schon wieder einige Seelen gesammelt, aber ist jetzt egal. Ich versuche den jetzt einfach. Vielleicht ist es einfach nur öffnet sich einfach nur ein neues Gebiet.
Oh, wow. So viel dazu. Uiuiui. Runter. Okay. Heieiei. Was ein enger Raum zum Kämpfen. Ich hab mal eine Idee, kann ich... Oh oh. Oh Gott, Alter, der Ziegendämon. Kann ich nicht einfach die ganze Zeit hier hoch und dann so eine Sprungattacke machen? Oh shit. Oh, verdammt. So, und nochmal hier. Hatte leider nicht so viel Estus, als ich hier angekommen bin. Oh shit. Der hat mir gegeben. Au. Mal gucken, ob der auch eine Sprungattacke hier runter macht. Jo, das war jetzt so schwer an dem, der war doch voll einfach. Da muss ich, glaube ich, mal mit Marcel schimpfen. Okay, Schlüssel zu den Tiefen. Menschlichkeit, Heimkehrknochen. Marcel hat mir nämlich gesagt, dass er bei dem Boss geragequittet hat. Na gut. War aber ganz schön close. Ich habe nämlich jetzt keinen Estus mehr übrig. Gelobt sei die Sonne. Schön. Tweezer oder Twice 79. Vielen, vielen Dank. Bei den Glücksknilzen. Dankeschön. Und vielen Dank für deinen Sub, meine ich. Und herzlich willkommen bei den Glücksknilzen. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, dass wir das so gut hinbekommen haben gerade. So. Ja, was ich halt bei denen direkt gemerkt habe, dass das hier einfach perfekt ist, um dauernd hier einfach so einen Sprungangriff zu machen. Und Sprungangriff macht halt übelst viel Damage, wie man gesehen hat. Deswegen fand ich eigentlich ganz offensichtlich gelobt, sei die Sonne überall. So, jetzt hätte ich aber trotzdem mega gerne etwas zum Speichern. Beziehungsweise als also eine Laterne halt. Kann ich hier oben rein? Schwerer an dem Boss sind halt die Enge und die Hunde. Ach so, ja gut, stimmt, die Hunde waren ja auch noch da, aber die waren zum Glück nicht so das Problem. Eine Laterne. Ja, Bloodborne, Leute, Bloodborne. Bloodborne geschehen. Das Problem ist, ich sag bei Bloodborne, ihr müsst wissen, wenn ich Bloodborne spiele, Yu guckt immer dabei zu. Und sie lacht mich immer aus, wenn ich, beziehungsweise, okay, ich guck mal auf den Schlüssel, ich habe ja gerade einen Schlüssel bekommen. Und Yu lacht mir so, immer wenn ich sage, wenn ich irgendwo sterbe, dann so, sage ich so, scheiße, meine Seelen. Und Yu nur so, Seelen? So richtig keck von da so, Seelen? Leuchtfeuer, meine ich natürlich. Und ich habe auch dauernd zu den Laternen Leuchtfeuer gesagt, weil sie jetzt spiele ich wieder Dark Souls und jetzt sage ich hier die ganze Zeit Laterne. Fitz Batman. Schlüssel zu den Tiefen, das haben wir bekommen. Schlüssel für die Tür vom unteren Teil der Stadt der nochmal, Schlüssel für die Tür vom unteren Teil der Stadt der Untoten zu den Tiefen. So viele Tees da drin. Die aus der Stadt der Untoten Verbannten fristen jetzt ihr Dasein in den Tiefen, in einem feuchten und gefährlichen Höhlenlabyrinth ohne jegliches Sonnenlicht. Hätte gerne zwei Seelen, bitte. Muss mal zum Bäcker gehen. Manche haben Seelen. Es geht gefühlt jedem so, Sui. Ja. Schlüssel zu den... Nochmal. Schlüssel für die Tür vom unteren Teil der Stadt der Untoten zu den Tiefen. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wo ich eine verschlossene Tür gefunden habe. Und ich würde schon mega gerne jetzt erstmal wieder meinen Estus auffrischen und meine Seelen saven, im Sinne von meine Seelen für ein paar Level-Ups benutzen. Okay, zu den Tiefen. Hier geht's runter, also nehme ich schwer an, dass ich hier richtig bin.
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt hingehen soll. Da sind auch schon wieder Gegner. Ganz ehrlich, ich gehe lieber zurück. Safe. Hoffentlich safe. Nicht, dass hier noch irgendwas kommt gleich. Gib mir ein bisschen Kondition, weil ich irgendwie Bock auf Kondition leveln, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass das ein geiler Wert ist, so für den Anfang vor allem. Pass auf, dass du deine Blutechos nicht verlierst. Ja, ja. Lux spendet 1,50. Ich danke dir für deine Spende. Vielen, vielen Dank. Ich werde deine Nachricht dann in der ersten Pause verlesen. Dankeschön. Frisst eine Menschlichkeit. Ja, stimmt, das könnte ich auch machen. Das könnte ich auch machen. Aber ich glaube, das Leuchtfeuer ist ja eh nicht so weit entfernt. Hier, warte mal. Ich habe doch hier den Shortcut. Hier. Das heißt, es ist in Ordnung. Es sind jetzt nicht so viele Gegner. Ich besiege lieber nochmal ein paar Gegner, wenn ich dann wieder meine 10 Estes bekomme. Jetzt muss ich nur eben schauen, wo der schnellste Weg war. Das war, glaube ich... Ja, da vorne ist es doch direkt. Ja, guck mal, das ist super nah. So. Nö, ah, ich habe nur 5 hier, stimmt. Wie kann ich nochmal 10 bekommen, wenn ich das entfache, oder? Ging das so? So, aber aufsteigen. Wie viele Level-Ups habe ich denn potenziell? Boah, ich habe potenziell 4 Stück. Krass. Genau. Ja, dann mache ich das mal. Ich brauche dafür eine Menschlichkeit, ne? Genau, zwei. Achso, ich brauche sogar zwei dafür. Dann benutze ich die einmal hier.